klar, du hast recht. Aber wenn wir jeden töten, der ein Arschloch ist, dann... Hey, sieh mal, wer da kommt. Der muss von Professor Colby aus geflogen sein. Oder der Taxifahrer hat ein verdammt hohes Trinkgeld erhalten. Boss, wie geht es dir? Ich bin so schnell hergefahren, wie ich konnte. Zum Glück habe ich sofort ein Taxi erwischt. War das Ben, den ich draußen gesehen habe? Ja, er hat sich anscheinend mit dieser Vampirin zusammengetan. Sie waren auch bei Colby. Ich habe ihnen die Vampire hinterhergeschickt, aber ich hätte wissen müssen, dass diese Hohlköpfe sie nicht kriegen. Gut, dass du da bist. Ich brauche eine Tasse Tee. Na, dann ist ja gut. Natürlich, Boss. Ich habe mir Sorgen gemacht. Übrigens, es sind noch frische Donuts da. Willst du einen? Ja, gerne. Gibt es noch welche mit Streuseln? Ach ja, bring mir doch bitte die Unterlagen von dieser neu entdeckten Dämonenrasse mit. Ich überlege, ob wir uns so ein Exemplar mal liefern lassen. Kommt sofort. Während Charles Goodkin seine heiße Tasse Tee genoss und herzhaft in einen Donut biss, hielten Julie und Ben kurze Zeit später auf dem rückwärtigen Unigelände an. Mist, verdammter Regen. Okay, wo lang? Vielleicht sollten wir es zunächst da hinten versuchen. Alle Opfer wurden in der Nähe von den Gebäuden B und D gefunden. Gibt es da was Besonderes? Eigentlich nicht. Psst, da ist jemand. Komm her, hier sieht er uns nicht. Moment mal, den kenne ich. Das ist Carlos. Er arbeitet auch bei Clean and Care. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Was meinst du, was der hier macht? So wie der seine Waffe hält, sucht er auch nach Professor Colby. Psst, er kommt. Hey Carlos, hast du ihn? Nein, hier ist alles ruhig. Ich habe keine Ahnung, wo der Kerl sich versteckt hält. Ich fahre jetzt mal zu seinem Haus und warte da auf ihn. Ist gut. Ach ja, übrigens, hast du Ben Richards gesehen? Nee, wieso? Der war hier und hat auf dicke Hose gemacht. Jetzt ist er hinter Colby her. Na, da kann ich nur hoffen, dass Colby ihn zuerst findet. Würde uns eine Menge Arbeit ersparen. Er redet von mir. Da hast du recht. Der Boss ist ganz schön angepisst wegen der ganzen Sache. Dann erzähl ihm, dass ich diesen kleinen Dealer, diesen Darren Klein, aufgestöbert habe. Der macht keine Probleme mehr. Wo war der kleine Wichser? Hat sich im Studentenwohnheim versteckt. Die Ware war noch vollständig, bis auf die Kapsel, die der Idiot selbst geschluckt hat. Was hast du mit ihm gemacht? Was wohl? Er hat sich in einer Abstellkammer erhängt. Also gut, ich mach mich jetzt auf den Weg. Hat der Boss schon gesagt, wann das Arte-Dings da geliefert wird? Du meinst das Artefakt. Das kommt beim nächsten Vollmond. Na, dann ist ja noch genug Zeit, um das Ritual vorzubereiten. Ich wette, die von OutResource sind schon ganz nervös. Ich fahre jetzt noch bei Mario vorbei und hol uns eine Pizza. Und bevor du wieder meckerst, ja, ich bring auch ein paar Cantuccini mit. Zumindest scheint Goodkin sein Wort zu halten.